Hallo und herzlich willkommen hier bei Modellbahnunion. Heute einmal wieder eine Produktpräsentation in H0. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und zwar wird es heute gelb mit der Firma Riva Rossi. Da ist nämlich vor kurzem dieser wunderschöne KLV 53 rausgekommen und den schauen wir uns heute im Detail an. Wofür die Bezeichnung steht, was es alles zu diesem Modell Interessantes zu erfahren gibt, das alles im heutigen Video mit folgendem Fahrplan. Wir beginnen mit den Informationen zum großen Vorbild, wobei man hier auch im Original nicht wirklich groß sagen kann. Aber nun gut, dann geht es weiter mit den Modellen 1 zu 87. Wir gehen raus in die freie Wildbahn, schauen uns die Fahreigenschaften an und hören auch, denn wir haben hier auch wieder ein Modell mit Sound-Up-Werk. Und zum Schluss dann mein Fazit und das Wichtigste für euch, die Artikelnummern. Also, der Fahrplan steht, verlieren wir keine Zeit, legen los. Viel Spaß mit dem heutigen Video. Starten wir also mit den Informationen zum großen Vorbild. Und bevor wir dazu weit in die Vergangenheit reisen, möchte ich euch erst einmal abholen, was heißt eigentlich KLV 53. Diese Bezeichnung entspricht dem Bundesbahn-Bezeichnungsschema für Kleinwagen. Die Abkürzung KLV steht dabei für Kleinwagen mit Verbrennungsmotor. Die Zahl 53 bezeichnet die Weiterentwicklung der schweren Rottenkraftwagen der Einheitsbaureihe nach den DB-Baureihen KLV 50, 51 und 52. Die Bauartunterschiede im Hinblick auf Ladekran und Bremsanlage werden durch eine dreistellige Bauartbezeichnung zwischen 530 und 538 gekennzeichnet. So, nun reisen wir aber in der Zeit zurück, nämlich zu den anfänglichen 1960er Jahren. Denn dort begann die DB in Zusammenarbeit mit der Firma Schömer mit der Weiterentwicklung der seit 1955 beschafften Rottenkraftwagen der DB-Baureihe KLV 50 bzw. 51. Ein gravierender Nachteil der zwar sehr gelungenen Konstruktion war die fehlende Möglichkeit, den Rottenarbeitern, also sprich den Mitarbeitern, die hier mit dann sozusagen raus auf die Baustelle gefahren sind, eine wettergeschützte und beheizbare Transportmöglichkeit bieten zu können. Des Weiteren behinderte die niedrige Höchstgeschwindigkeit von nur 50 km/h den Bahnbetrieb ziemlich und das Fahrzeug war an sehr vielen Stellen dann auch tatsächlich eine Störquelle auf den Schienen. Aus diesem Grund entwickelte dann Schömer in Zusammenarbeit mit dem Bundesbahnzentralamt München für den KLV 50 bzw. 51 ein größeres Führerhaus, in dem neben dem Fahrer dann auch noch 6 weitere Mitarbeiter Platz fanden. Bei den Prototypen wurde es noch mittels Motorraumabwärme beheizt, was ich persönlich eine sehr gelungene Nutzung der Motorabwärme finde, während diese Art der Beheizung für die kleineren Fahrerräume vom 50 bzw. 51 noch ausreichend waren, schließt man dann aber bei dem etwas größeren Führerhaus dann vom KLV 53 dann an die Grenzen. Dieses Problem behob man dann mit dem Einbau einer Webasto Warmluftheizung und somit war das Problem der kalten Überführungen dann auch Geschichte. Durch eine Vergrößerung der Laufraddurchmessers und die Erhöhung der Motordrehzahl konnte dann außerdem die zulässige Höchstgeschwindigkeit von nur 50 km/h dann schon auf 70 km/h erhöht werden. 1963 und 1964 wurden dann diese Änderungen übernommen und die Firma Schömer lieferte dann 3 Prototypen des KLV 51 in Sonderausführung. Da aber die deutlich baulichen Abweichungen vom Serien-KLV 51 so massiv waren, wurden dann für diese 3 Fahrzeuge kurz nach ihrer Inbetriebnahme die neue Baureihe KLV 53 geschaffen, also sprich die Baureihe, die wir euch heute hier auch präsentieren. Die insgesamt ersten 39 Fahrzeuge baute Schömer dann bis 1966. Von dann 1963 bis 1981 wurden dann insgesamt sage und schreibe 824 Fahrzeuge in insgesamt 13 Bauserien von der DB, also sprich Deutschen Bundesbahn, beschafft. Durch Verwendung dann auch von leistungsstärkeren KHD-Motoren im Laufe der Auslieferungszeit wurde dann auch die Leistung von anfänglich 77 PS auf dann 150 PS gesteigert. Aber auch nach dem Ende der Serienfertigungen der KLV 53 für die Deutsche Bundesbahn lieferte die Firma Schömer noch tatsächlich bis 1994 in teilweise leicht abweichenden äußeren Änderungen weitere Fahrzeuge an andere Bahnbetriebe im In- und sogar im Ausland.
Ja, mit so einer großen Anzahl von über 800 Fahrzeugen war dieses Fahrzeug eigentlich das am meisten verbreiteste Fahrzeug damals bei der Deutschen Bundesbahn. Es war eigentlich in jedem Bahnhof zu Hause, man hat es überall im gesamten deutschen Raum gesehen und man muss wirklich sagen, für diese massive Präsenz im deutschen Schienenverkehr hat dieses kleine Fahrzeug dann doch recht wenig Beachtung bekommen. Ja, ab den 90er Jahren dann versuchte die Deutsche Bundesbahn bzw. später dann die Deutsche Bahn AG dann die bis dahin sehr personalintensive Unterhaltung des Schienennetzes wie auch der Fahrzeuge dann durch zahlreiche dezentrale Bahnmeistereien wirtschaftlicher zu gestalten. Hierzu wurden viele Bahnmeistereien geschlossen oder zu größeren Zentralstandorten zusammengelegt, die entsprechend weniger Fahrzeuge benötigten. Zudem erfolgte auch ab 1994 die erste Lieferung der Bauart GAF 100, die auch als Nachfolgebaureihe unseres KLV hier 53 galt. Der KLV 53 wurde in der Folge größtenteils dann ausgemustert. Einige Fahrzeuge befanden sich aber dann noch lange Zeit im Dienste der DB-Tochterfirma Deutsche Bahn Gleisbau. Heutzutage trifft man diese Bauart relativ häufig dann noch bei kleineren privaten Eisenbahnunternehmen in Deutschland, aber auch im Ausland noch an. Ja, ihr Lieben, das war unsere Reise in die Vergangenheit. Das waren die Informationen zum großen Vorbild. Es geht weiter im Video. Angekommen jetzt bei Modell in 187, schauen wir uns natürlich wie immer an, wie kommt das Modell zu uns. Wir haben hier unsere Riva-Rossi-Verpackung, jede Menge Schaumstoff innen drin, noch ein Kunststoffblister, in dem das Gespann, was aus zwei Teilen besteht, sicher drin verpackt ist. Begleitpapiere gibt es auch. Das Wichtigste natürlich, wenn mal was kaputt geht, das Ersatzteilblatt und dann nochmal hier jede Menge Lesekram für den Digitalbetrieb. Einmal hier in der Mitte und auf der Rückseite auch das Wichtigste. Na, wo ist die Rückseite? Da. Hier einmal die ganzen Sounds, die das Fahrzeug dann mitbringt. Zurüstteile findet man hier keine, denn es gibt keine. Man nimmt das Fahrzeug aus dem Karton, stellt es auf die Anlage und man ist fertig. Ja, was ist mir aufgefallen, als ich dann die Arbeit mit diesem KLV 53 begonnen habe. Zuerst ist erstmal aufgefallen, wir haben hier eine Magnetkupplung. Zack, und schon sind die beiden miteinander verbunden. Finde ich eine sehr schöne Sache. Dann einmal die schönen filigranen Scheinwerfer und Auspuffrohre, die hier im Frontbereich sich befinden. Auch hier unten unter dem Führerstand. Es ist alles sehr schön filigran gehalten. Die Bedruckung ist trennscharf, man kann alles wunderbar lesen. Man kann auch schön in den Führerraum reinschauen. Leider ohne Figuren. Das hätte ich mir vielleicht noch gewünscht. Der Ladekran hier hinten ist auch sehr schön und filigran gehalten. Auch die Bedienknöpfe hier auf der linken und auf der rechten Seite hat man wirklich sehr schön und filigran dann auch umgesetzt und ich denke auch mal, die Bemalung ist per Hand passiert, denn ich glaube nicht, dass eine Maschine das so hinbekommt. Da ist wirklich sehr viel Liebe reingesteckt worden, das sieht man hier auch und das finde ich sehr schön. Der Begleitwagen hat keine Ladung, wir haben hier vorne dann auf dem Rottenkraftwagen selbst haben wir zwei Fässer, die hier vorne dann auch auf der Ladefläche liegen und auch fest verklebt sind. Ansonsten Bedruckung, wie gesagt, trennscharf. Hier haben wir auch nochmal schön farbig angesetzte bzw. abgesetzte Elemente. Das ist auch alles sehr schön. Das Einzige, was man hier halt leider hat, man hat nur diese Magnetkupplung. Das heißt, weder vorne noch hinten hat man einen Nemmschacht oder eine Kupplung, an denen man was anhängen kann.
Was die sonstige Technik angeht, haben wir hier an bzw. mittels der Magnetkupplung nicht nur die Verbindung zwischen dem vorderen und hinteren Gespann, sondern wir haben hier auch die Stromübertragung. Das heißt, der Antrieb befindet sich hier vorne auf beiden Achsen und die Stromabnahme befindet sich hier im Wagen. Das sieht man hier auch schön, und über die Metallkupplung gehen dann hier die Kabel über die Kupplung dann nach vorne und somit hat man dann eine doch sehr stabile Stromaufnahme. Ja, kommen wir noch zu ein paar kurzen Stichpunkten. Wir haben hier eine Digitalschnittstelle Next 8. Lass laufen. Kommen wir noch kurz zu den technischen Details. Wir haben einen Motor hier natürlich verbaut mit Schwungmasse hier, der sich unter dem Wagen befindet. Hier unter dem Führerhaus haben wir dann die digitale Schnittstelle. Es ist eine Next 18 Schnittstelle, also nach NEM 662. Wir haben eine Länge über Puffer von 155 mm. Wir haben das Fahrwerk aus Metall, Spritzguss und das Lokgehäuse dann oben aus Kunststoff. Außerdem haben wir einen mindestbefahrbaren Radius von 356 mm.
Ja, ihr Lieben, da sind wir am Ende unseres heutigen Videos angekommen und man fahrtet zu diesem kleinen gelben Römmelchen hier, wie ich es jetzt mal nennen möchte, ist doch recht positiv. Es macht sehr viel Spaß, gerade wenn man auf seiner Anlage eine Bahnmeisterei hat, eine Gleisbaufirma oder ähnlichem, darf dieses Fahrzeug eigentlich nicht fehlen. Denn wie wir ja eben erfahren haben bei den Informationen zum großen Vorbild, war das Fahrzeug wirklich das Fahrzeug, was sich überall in Deutschland fast auf jedem Bahnhof befunden hat. Und insofern, auch wenn man es sich nur tatsächlich in die Ecke stellt und einfach nur es sich immer wieder gerne anschaut. Mir persönlich hat es sehr viel Spaß gemacht. Auch die Magnetkupplung hier, also sie ist wirklich sicher. Also der Wagen hat sich nie abgekuppelt. Er ist immer schön dran geblieben. Auch die Stromversorgung war sichergestellt. Da hat es keine Probleme gegeben. Ein bisschen schade ist, wie gesagt, dass es ein bisschen lieblos oder trostlos im Führerstand ist. Da würde ich auf jeden Fall vielleicht noch die ein oder andere Figur dann auch in orangener Warnkleidung dann reinkleben und das macht das Ganze dann natürlich authentischer. Auch natürlich hier hinten ein bisschen Ladung noch drauf und schon hat man ein perfektes Modell für seine Anlage. Mir persönlich hat es sehr viel Spaß gemacht und nun kommen wir zu dem Wichtigsten für euch, nämlich die Artikelnummern. Das heute hier vorgestellte Modell gibt es in zwei Versionen, nur für DC-Gleichstrom wohlgemerkt. Und zwar gibt es einmal eine Version, die bereits digitalisiert ist. Da ist dies die Artikelnummer HR2911D und unser heute hier vorgestelltes Produkt mit Abwerk Sound hat die Artikelnummer HR2911S. Möchtet ihr dieses wunderschöne Produkt haben, ist das kein Problem. Einfach auf unsere Homepage gehen, www.modellbahnunion.com, oben in die Suchzeile eure gewünschte Artikelnummer eingeben, in den Warenkorb legen, liefern lassen und glücklich sein. Habt ihr Fragen zu unserem heute hier vorgestellten Produkt, ist das auch kein Problem. Einfach in die Kommentare unter das Video eure Frage reinschreiben oder uns direkt eine Mail schreiben an info@modellbahnunion.com und in beiden Fällen, ihr kennt das, werden wir uns schnellstmöglich dann bei euch melden. Das war's von mir für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns schnell wieder dann beim nächsten Video. Also macht es gut. Bis dahin, stets HP1, macht es gut und tschüss.